Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 19. Mai 2024 besprechen und wir fangen an der russisch-ukrainischen Grenze in der Region Kharkiv. Nördlich von Lipizza gehen die Kämpfe weiter zwischen den russischen und den ukrainischen Soldaten. Entlang der Schrebergärten gehen die Kämpfe aktuell auch immer noch weiter. Jedoch ist aktuell unklar, wie weit die Russen sind, ob die Ukrainer irgendwie die Russen zurückschlagen konnten oder sonstiges. Also diesbezüglich liegen uns keinerlei Informationen vor. Nördlich des Eingangs in Richtung Lipizza, wo die russischen Streitkräfte bereits in Lipizza eingedrungen sind, haben wir auch keine Videos oder Bilder erhalten. Das Einzige, was ich diesbezüglich gelesen hatte heute, war von einem pro-ukrainischen Autor, welcher behauptet hat, dass die russischen Streitkräfte nach einem Vorstoß um 200-300 Meter zurückgeschlagen wurden. Es müsste sich um dieses Gebiet hier halten. Jedoch wissen wir aktuell nicht, wie die Gebiete aufgeteilt sind zwischen den ukrainischen und russischen Soldaten, also wer welches Gebiet aktuell beansprucht, wo welche Soldaten stationiert sind. Ansonsten wäre es das, wir haben einige zerstörte MLRS-Systeme, einige zerstörten Haubitzen, einige Panzer wurden zerstört, aber ansonsten eher ruhigerer Tag als in den letzten Tagen. Bezüglich Selenin und Skutschin haben wir auch nichts erhalten, dann gucken wir mal Richtung Wovchansk und hier hatten wir gestern besprochen, dass die russischen Streitkräfte bereits über den Wovcha-Fluss drüber gegangen sind und Geländegewinne verzeichnen konnten. Da hatten wir das Video erhalten von den Elite-Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, wie sie mit einer GoPro auf dem Helm hier die Stellungen gestürmt haben, besser gesagt das Gebiet hier sichern wollten. Jetzt kriegen wir von heute Videos, wie ukrainische Drohnen genau diese Brücke angreifen. Wir sehen hier, die Brücke ist eingestürzt. Wer die jetzt am Ende zerstört hat oder nicht, ist unbekannt. Also wir hatten ein Video gesehen, wie die Russen versucht haben, es zu zerstören, aber es nicht geschafft hatten mit dem Artilleriegeschoss. Und jetzt liegt die Brücke, also bleibt unklar, wer es war. Und die Drohne greift dann einen Soldaten unter der Brücke an, wie es ausschaut. Also man hat ihn nicht gesehen, aber die Drohne fliegt halt direkt unter die Brücke. Und später gab es noch ein Video von einen Drohnenangriff auf dieses Haus, jedoch konnte ich das nirgendwo geolokalisieren. Also ich habe es einfach nicht gefunden. Da gab es so viele rote Dächer, so viele grüne Dächer und auch diese Form, also einfach nicht auffindbar. Ich werde nach dem Video nochmal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, das zu finden, aber scheint mir unmöglich aktuell. Die anderen haben es auch nicht geschafft irgendwie. Also ja, das wird halt belegen, wo die russischen Streitkräfte sind, sollte sich das auf der westlichen Seite des Wovcha-Flusses befinden. Ansonsten auch Richtung Wovchansk ziemlich ruhig. Wir kriegen die Bestätigung, dass die ukrainischen Streitkräfte immer noch in einigen Positionen vertreten sind. Wobei das Video natürlich auch älter sein kann, weil Syriac Maps hatte heute gepostet, dass es keinen einzigen ukrainischen Soldaten mehr nördlich des Wovcha-Flusses gibt. Hier sehen wir den Angriff. Hier wurde wohl ein Hauptquartier angegriffen der ukrainischen Streitkräfte, eventuell auch ein Ex-Hauptquartier. Weil wenn es wirklich von heute oder gestern ist, dann wird da kein Hauptquartier mehr gewesen sein nach dem Vorstoß der russischen Streitkräfte. Die Sicherung des Gebietes geht gerade los. Unklar ist, was mit dem östlichen Gebiet ist. Einige Map hatten da dieses Gebiet, was ich hier grau markiert habe, bereits als gefallen markiert. Jedoch haben wir keine Videobestätigung diesbezüglich erhalten. Deswegen bleibt es unklar. Wir lassen es immer noch als Grauzone alles hier. Und erst wenn die Videobestätigung kommt, dass die russischen Streitkräfte nördlich des Wovcha-Flusses alles erobert haben, dann passen wir die Karte an. Ansonsten wäre es das auch aus Wovchansk. Dann gucken wir uns die Lage an der Front an. Und aus Kupiansk haben wir eine Meldung erhalten. Und zwar, die russischen Streitkräfte sind in Mirsa-Zharivka vorgedrungen. Dies bestätigt unter anderem Divan Ganshtab auf seiner Karte. Jedoch haben wir hier keinerlei Videobeweise diesbezüglich erhalten. Nichts, was wir geolokalisieren konnten. Also bleibt es bis jetzt nur ein Bericht. Wir hatten seit einigen Tagen verstärkte Aktivitäten, vor allem in Berestove, sowie danach die späteren Angriffe auf Mirsa-Zharivka. Richtung Siversk ist es recht aktiv, würde ich mal sagen. Nicht so aktiv wie vor dem Angriff Richtung Kharkiv der russischen Armee. Jedoch sehen wir immer mal vermehrt Angriffe auf gepanzerte Fahrzeuge, auf die Artillerie etc. der ukrainischen Streitkräfte. Mir scheint es so, als würde man die Angriffe aufrechterhalten, also zumindest die ganzen Angriffe mit der Artillerie, mit den Drohnen etc., um eventuell möglichst viele ukrainische Kräfte in diesem Gebiet zu binden. Also für mich scheint es nicht so, als würden die Russen hier irgendeine Bodenoffensive in der nächsten Zeit planen. Ich denke wirklich, es geht hier einfach nur darum, möglichst viele ukrainische Soldaten in diesem Gebiet zu binden, damit die halt nicht in anderen Regionen helfen können, beispielsweise Chasiv Yar oder Kharkiv. Dann kommen wir jetzt direkt auch zu Chasiv Yar, was ich gerade erwähnt hatte. Und hier haben wir zwei sehr spannende Videos erhalten, welche wir uns eben angucken werden.
Das stellt die ganze Lage ziemlich auf den Kopf, würde ich mal sagen. Fangen wir mal mit dem ersten Video an. Und hier hat der Bataillon Kraken ein Video veröffentlicht, wie diese einen russischen Angriff auf den Mikrostadtteil Kanal ausgeführt haben. Und fangen wir mal an mit dem Video. Wir sehen, Sekunde, ich mache das Video mal ein bisschen schneller. Und wir sehen, wie hier mehrere gepanzerte Fahrzeuge der russischen Streitkräfte voranfahren. Und das war genau entlang dieser Route. Ich zeige euch erstmal die ganze Route, wo das Video anfängt. Also die russischen Streitkräfte fahren hier entlang und kommen dann direkt nach dem zweiten Block in die Stadt rein. Gucken wir das Video mal weiter an. Dann sehen wir auch hier, dass die russischen Soldaten in die Stadt eindringen mit den gepanzerten Fahrzeugen. Jedoch müsst ihr darauf achten, dass keinerlei ATGMs etc. benutzt werden. Also es sieht nicht so aus, als wären die ukrainischen Streitkräfte in diesem Gebiet noch vertreten. Wir sehen, die Artillerie schießt, ja, also aus allen Rohren. Also, ihr habt ja gesehen, die ganze Rauchentwicklung, die Artillerie hat mit allem geschossen, was sie hatte, um den russischen Angriff zu vereiteln auf dieses Gebiet. Aber auch hier, wie ihr sehen könnt, wir haben die ganzen Gebäude hier geolokalisieren können, welche angegriffen wurden. Und die russischen Streitkräfte konnten ohne Probleme hier Soldaten absetzen, also in diesem Nordhaus, welches sich hier befindet, genauso wie in dem anderen Hochhaus, welches sich hier befindet. Ich hoffe, ihr könnt das alles auf der Karte sehen. Zeigt einfach nur, dass die russischen Streitkräfte jetzt diese ganzen Gebäude gesichert haben. Aber es zeigt auch, dass es wohl gar keine Präsenz der ukrainischen Soldaten in diesem Gebiet gab. Also ist das vermutlich schon etwas länger eine Grauzone entlang der Selener Straße. Weil wir hatten ein Video vor, ich glaube, knapp 2 Wochen aus Oder-Scheine gesehen, wie die russischen Streitkräfte ein BMP-2 war das, glaube ich, wahrscheinlich schon zerstörter, wie in einem Kamikaze-Angriff einfach die Straße runtergeschickt hatten und gucken wollten, wo die ganzen ATGM-Positionen sind. Einmal zum Verständnis: ATGM, Anti-Tank-Guided Missiles, also die Raketen, welche die Panzer zerstören sollen, wie eine Panzerfaust, sagen wir einfach Panzerfaust, ja. Und alle 5 Meter hat der BMP-2 wirklich eine ATGM abbekommen, eine Panzerfaust abbekommen und war dann recht schnell am Liegen. Und genau hier in Chasavyard, wo das eigentlich noch intensiver sein sollte, haben wir das nicht gesehen. Das war nur eine Vermutung und später kam noch ein Video raus von den russischen Soldaten, wie die seinen Angriff gestartet hatten. Und hier, bevor wir das Video gucken, auch hier, der Angriff verlief so über die Felder und dann in den südlichen Eingang von Kanal Rhein. Dann hat das Auto die Hochhäuser hier umfahren, nochmal das andere Hochhaus hier umfahren und ist danach zu diesem Hochhaus hier gefahren, um hier die Infanterie abzuladen. Gucken wir uns das Video nochmal an. Dann sehen wir ja, hier fahren die gepanzerten Fahrzeuge. Ich werde einmal ein bisschen vorspulen. Die Artillerie schießt wieder aus allen Rohren. Also ihr könnt ja sehen, die ganze Rauchentwicklung, das sind ja alles Einschläge der Artillerie. Also natürlich auch die russische Artillerie dabei gewesen, um den Weg frei zu machen, sage ich mal, um die Soldaten im BMP zu unterstützen. Also einige BMPs wurden auch hier zerstört, einige IFVs, einige gepanzerte Fahrzeuge einfach. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo die Russen in den Kanal eindringen. Und auch hier sehen wir keinerlei ATGMs. Guck mal, guckt euch das an. Also das Fahrzeug, das fährt einfach durch die ganzen Gebiete, lässt die Soldaten ab, die landen dann in dem Haus. Und der BMP verlässt die Stellung und konnte auch, wie ich das jetzt verstanden habe, auf dem Video entkommen und wurde nicht zerstört. Also komplette Abstinenz der ukrainischen Streitkräfte in diesem Gebiet. Vielleicht hat der Abzug geklemmt, wer weiß, aber ich denke, in diesem ganzen Gebiet war keine. Spannend bleibt auch das Gebiet, welches wir entlang des Kanals sehen, also dieses Waldstück, genauso wie der German Forest. Hier hatten wir in den letzten Tagen einige Angriffe der russischen Streitkräfte mit der Artillerie gesehen, aber ich bezweifle ganz stark aktuell, dass die ukrainischen Streitkräfte noch im German Forest sind. Eventuell im westlichsten Teil, das kann schon sein, um den Grenzübergang hier zu beschützen, das werden sie auf Biegen und Brechen machen. Aber das alles andere ist für mich eine Grauzone und wir werden morgen auch wahrscheinlich die Karte anpassen und Kanal unter einer Grauzone setzen, weil es scheint aktuell nicht so, als wäre das wirklich kontrolliertes ukrainisches Gebiet aktuell. Gucken wir mal ein bisschen weiter nördlich Richtung Kalinivka. Haben wir auch hier eine weitere Map-Anpassung bekommen von Sudak Maps. Dieser bestätigt, dass die russischen Streitkräfte hier im Wald vorgedrungen sind und einige Stellungen sichern konnten. Man versucht natürlich hier Kalinivka zu flankieren, weil sobald Kalinivka gefallen ist, hat man hier den Ort, wo der Kanal in die Unterführung geht. Man kann das ganze schwere Gerät, das habe ich auch schon 8-mal erwähnt, glaube ich, also das ganz schwere Gerät auf die andere Seite des Kanals bringen, ist natürlich essentiell für die Russen und die Ukrainer werden auf Biegen und Brechen versuchen, Kalinivka zu halten. Also die werden da Nachschub schicken ohne Ende und man wird auch nicht auf die Verluste achten, sondern man wird versuchen, Kalinivka um jeden Preis zu halten, damit die Russen Chasavyard nicht einkesseln können. Genau das gleiche wie im German Forest. Hier haben wir auch den Weg
wo der Kanal in die Unterführung geht. Auch da wird ohne Rücksicht auf Verluste versucht, dieses Gebiet zu halten. Weil sobald die Russen hier durchstoßen auf beiden Richtungen, ist Tschastowjar gefallen. Dann gibt es gar keinen. Dann ist es vorbei. Dann können die Ukrainer schwer noch was machen. So viel Equipment und so viele Truppen haben sie nicht, um das zu kontern zu können. Ansonsten im westlichen Teil von Tschastowjar gehen die Angriffe weiter. Einige Munitionsdepots, die zerstört wurden, einige Mörserstellungen, aber ansonsten jetzt nichts Weltbewegendes, sage ich mal, was da zerstört wird. Die reguläre Bombardierung, so zynisch es sich das anhört, aber dem ist leider so. Dann in Klischewka, wir haben die Karte hier angepasst und haben den Großteil von Klischewka unter russischer Kontrolle markiert. Wir haben einen Angriff erhalten, besser gesagt ein Video erhalten von einer Drohne, welche zeigt, wie einige ukrainische Soldaten hier die Stellungen verlassen und weglaufen und dann Deckung suchen. Das Video müssen wir hier pausieren, weil dann eine Drohne in diese Fuchshöhle einschlägt. Also das Video zeigt einfach nur, dass die Kontrolle der russischen Streitkräfte weiter ist, als wir gedacht haben und sie bereits im äußersten Süden von Klischewka bereits angekommen sind. Aber sollten die russischen Streitkräfte jetzt die ganze Straße sichern, ist das natürlich noch nicht vorbei. Eine Menge ukrainischer Streitkräfte befinden sich hier im Wald. Hier sind auch noch einige Häuser. Genauso wie ein bisschen weiter nördlich haben wir auch noch einige Häuser hier und da sind natürlich überall ukrainische Stellungen, genauso wie im Wald. Das muss alles von den Russen gesichert werden, damit man hier in Klischewka halbwegs normal rumlaufen kann. Solange das nicht geschehen ist, hat Klischewka gar keinen Stellenwert. Also ist halt, da liegt kein Stein auf dem anderen. Man kann sagen, man kontrolliert das, aber mehr auch nicht, wird halt keinem was bringen. Dann Richtung New York gehen die Angriffe weiter. Wir haben sehr viele Angriffe auf New York erhalten. Ein Video können wir uns mal angucken, wie hier die Stadt bombardiert wird. Das ist ein Vorort von New York, aber ich nenne das jetzt mal trotzdem New York, damit das jetzt nicht zu verwirrend wird. Wir sehen einige Einschläge von den Fabbomben, welche hier stattfinden. 500er da müssten das sein, keine 250er, also schon eine ziemlich große Detonation. Das gleiche sehen wir westlich von Alexandroupil, wo eine Verteidigungsstellung der ukrainischen Streitkräfte auch angegriffen wird. Und ich hatte schon mal in einem Video erwähnt, vor knapp 2 Wochen, wo die ganzen Angriffe Richtung Achiritne und Archangelsky ziemlich heiß waren, dass die Russen nicht weiter in den Norden oder Westen, nicht weiter in den Westen vorstoßen werden, sondern Richtung Alexandroupil, Richtung Toretsk und New York. Das hatten auch westliche Analysten so vermutet und auch ukrainische Analysten sind davon ausgegangen. Von russischen Analysten habe ich jetzt aktuell nichts im Kopf, leider, was die dazu gesagt haben. Dann Richtung Solovjova. Die ukrainischen Streitkräfte zerstören hier ziemlich viel russisches Equipment. Ein T-80 wurde hier zerstört in Solovjova wieder mal. Man hat wohl einen kleineren Angriff versucht Richtung Sokil. Und ich denke, dass Solovjova und Sokil das neue Berdych und Stepowo werden. Weil wenn wir bedenken, der gesamte Kampf um Avdiivka, Toninki, Lasechkina, Olivka, Semenivka, Berdych, Stepowo, also die ganzen Dörfer, die um Avdiivka rumliegen, mit Wodjane und, ja, nein, ohne. Also alles, was westlich von Avdiivka liegt. Die meisten Verluste waren nicht in Avdiivka an sich, sondern in Berdych und Stepowo. Also das war die Hölle auf Erden. Wirklich, das war, glaube ich, sogar schlimmer als Tschastowjar. Dort sind so viele Leute umgekommen auf beiden Seiten. Also einfach schrecklich, wie viele 200er und 300er es in diesem Gebiet gab, also Verletzte und Eliminierte. Und ich denke, Sokil wird das neue Berdych und Stepowo. Ich denke, auch hier werden sehr viele Soldaten fallen. Man muss mal beachten, in diesem Gebiet rund um westlich von Awdijiwka ist die 47. Mechanisierte Brigade. Das ist so die beste und erfahrenste Brigade der ukrainischen Streitkräfte. Und die schaffen es wirklich, die Russen hier intakt zu halten. Sie halten mit sehr wenig Equipment, sehr wenig Schuss und sehr wenig gepanzerten Fahrzeugen. Zwar wenig, aber sehr guten gepanzerten Fahrzeugen. Man darf nicht vergessen, die kriegen die ganzen Bradleys aus den Staaten. Dennoch schaffen sie es, hier das Gebiet zu halten. Und auch sehr viele Russen sind davon überzeugt, dass die 47. die beste Brigade der ukrainischen Streitkräfte ist. Und ist natürlich auch ein Grund, warum sich so viele um die streiten. Also wenn es irgendwo brennt, dann versucht man immer die 47. zu holen. Oder die zweite oder dritte Brigade, halt die Azov-Kämpfer, die ganzen Ideologen. Und genauso sieht es bei der 47. aus. Also es werden langanhaltende Kämpfe werden westlich von Avdiivka, solange die 47. Brigade hier angehalten ist, zu halten. Mit der jetzigen Mannzahl werden die russischen Streitkräfte allem Anschein nach nicht vorankommen. Dann gucken wir uns aber das Gebiet um Jasnobrodjewka an. Hier hatte ich schon im letzten Video darauf angespielt, dass die russischen Streitkräfte jetzt in den nächsten Tagen Jasnobrodjewka angreifen werden. Die Ukrainer in Jasnobrodjewka, also die Soldaten, welche die Stellung dort halten, haben absolut keine gute Lage, sind in keiner guten Lage, sage ich mal, mit dem russischen Fortschritt aus dem Norden und aus dem Süden. Und jetzt haben wir ein Video erhalten, welches zeigt,
wie die Artillerievorbereitung der russischen Streitkräfte vorgeht. Einige Artillerieeinschläge entlang des Waldstückes sehen wir hier. Und das ist genau dieses Waldstück südlich von Jasnabrodjewka. Dort konnte ich das Video geolokalisieren. Und für mich scheint es so, als würden die russischen Streitkräfte hier einen weiteren Vorstoß durch die Mitte der Felder wagen, um Jasnabrodjewka von jeglichem Support abzuschneiden, um dann dort den Angriff zu starten und zu hoffen, dass möglichst viele ukrainische Soldaten die Stellung bereits verlassen haben oder gar keine Munition haben oder ähnliches. Ansonsten wäre es aus der Richtung Avdiivka, kommen wir zu Krasnagarivka. Hier konnten laut Syrak Maps und laut Divanagans Stab unter anderem festgestellt werden, dass die russischen Streitkräfte aus dem Osten weiter vorgerückt sind. Eine sehr, 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 sehr kritische Situation für die Ukrainer. Wir haben, wenn wir uns die Karte angucken, wir sehen, es gibt zwei Versorgungslinien. Einmal aus Selenia Drune, ich versuche das einmal nochmal nachzuzeichnen. Also einmal aus Selenia Drune haben wir die Route und einmal aus Soriane haben wir die Route, welche die Ukrainer verwenden, um ihre Soldaten in Krasnagarivka zu versorgen. Und sollten die russischen Streitkräfte genau an diese Kreuzung kommen, dann fällt die größte Versorgungsroute der ukrainischen Streitkräfte weg. Gucken wir uns einmal den Abstand an zwischen der nächsten russischen Stellung im Wald und der Route, knappe 2 Kilometer, die die Russen entfernt sind, um die Ukrainer von der Versorgung abzuschneiden. Klar gibt es noch einzelne kleinere Straßen, welche man dann verwenden kann. Jedoch übers blanke Feld zu fahren, scheint jetzt nicht allzu klug. Auch noch in der Schlammsaison, okay, am Ende der Schlammsaison sind wir jetzt aktuell, jedoch weiß ich jetzt nicht, wie die Bodengegebenheiten entlang des Flusses sind und ob man das eventuell nicht anders bringen kann, ob man eventuell nur hier vorfährt, dann durch den Wald, hier ist ja auch noch eine Route, ja, muss man gucken, ob die Ukrainer damit zurechtkommen. Ich kann mir das schwer vorstellen, ich denke, sobald die Russen hier im Norden weiter vorrücken, um 2 Kilometer, ist der Kampf um Krasnagarivka vorbei. Die Ukrainer sind eingekesselt in den ganzen Wohnsiedlungen hier im Zentrum von Krasnagarivka und das wird auf jeden Fall keinen Sinn machen, die Stellungen dort zu halten. Von einigen Leuten hatte ich gehört, dass sie denken, dass die Russen gar nicht versuchen, hier Krasnagarivka weiter anzugreifen, sondern man nutzt die Situation aus, dass die Ukrainer auf Biegen und Brechen Krasnagarivka halten wollen, weil natürlich gibt es auch ukrainische Verluste in Krasnagarivka und die werden dann natürlich auch aufgefüllt. Das heißt, wenn jetzt 20 Soldaten verletzt werden oder also eliminiert werden oder verletzt werden, dann müssen die natürlich ersetzt werden, weil die Stellungen müssen ja gehalten werden. Und dann schickt man neue und das macht man die ganze Zeit. Also man greift alle bekannten Stellungen an und hofft einfach nur darauf, dass möglichst viele geschickt werden, dass die Krankenhäuser überlasten, auf dem, die Militärkrankenhäuser der Ukraine etc., um natürlich auch die Mannstärke zu reduzieren. Jedoch halte ich das für eine Spekulation, weil nichts aktuell noch darauf hindeutet, dass hier so ein Gemetzel stattfindet. Aber müssen wir abwarten, vielleicht ist da doch was Wahres dran. Und im südlichen Teil von Krasnagarivka konnten die russischen Streitkräfte in den Westen vorrücken und die letzten Stellungen, Wohnhäuser sichern. Dies hat Syriac Maps auf seiner Karte hier markiert. Jedoch haben wir auch diesbezüglich keine Videobeweise, welche wir geolokalisieren konnten. Und deswegen werden wir die Karte auch noch nicht hier anpassen. Aus Gerivka haben wir nichts erhalten und jetzt kommen wir zu Novomichailovka und Konstantinivka. Die russischen Streitkräfte konnten weiter vorrücken entlang der Felder südlich von Konstantinivka. Es handelt sich um dieses Gebiet hier, ich versuche das einmal hier ganz schnell einzuzeichnen. Und wenn wir auch mal hier den Abstand überprüfen, dann sehen wir, dass die russischen Streitkräfte bei der nächsten Position, sollte das natürlich stimmen, sagen wir mal hier, könnte eine Position, ja, knappe 2 Kilometer. Also ich habe jetzt bewusst diesen Punkt genommen, weil wir hier ein Waldstück haben und dahinter kann man sich eventuell verstecken von den Drohnen, das Sichtfeld blockieren der Ukrainer und ist halt unentdeckt. Deswegen habe ich jetzt diese Position genommen. Wir können ja auch mal diese Stellung hinnehmen, also diese Verteidigungsanlage der ukrainischen Streitkräfte, welche die russischen Soldaten wohl erobert haben wollen. Nehmen wir das gleiche und haben knappe 2,5 Kilometer. Also sagen wir mal 2 Kilometer von Konstantinivka sind die Russen entfernt und sollten sie noch weiter vorrücken, dann droht natürlich eine Einkesselung von Konstantinivka. Und einen weiteren Bericht haben wir erhalten, dass die russischen Streitkräfte in Paraskavivka bereits im Zentrum gesehen wurden. Dies hatte die 79. Brigade der ukrainischen Streitkräfte bestätigt auf ihrem Telegram-Kanal. Die Meldung werden wir morgen besprechen. Es war leider schon zu spät, dies jetzt noch auf die Karte hinzuzufügen. Dann Richtung Uvolidar haben wir nichts erhalten. Und jetzt kommen wir mal zu Staramajorsk oder Zhayne. Die russischen Streitkräfte bombardieren nicht mehr im Zentrum von Staramajorsk, sondern in Makarivka. Hier sehen wir einige FAB-Einschläge in Makarivka, in dem Dorf. Wie ihr sehen könnt, mehrere Explosionen, sehr viele FABs, welche hier einregnen. Und in Urajaine hatten wir ein ganz spannendes Video erhalten,
was zeigt, dass die ukrainischen Streitkräfte noch weite Gebiete hier kontrollieren und der gesamte südliche Teil nicht gefallen ist, wie es einige Mapper auf ihrer Karte markiert hatten, sondern hier haben wir das Video, welches zeigt, dass ein M113 gepanzertes Fahrzeug hier vorfährt und eine Menge Infanterie ablässt. Guckt euch das an, er fährt hier an den Straßenrand und jetzt guckt euch das an, wie viele Soldaten aus diesem M113 raussteigen. Ich meine, da können nur 6 bis 8 Leute rein. Aber ich meine, da sind locker 15 Leute rausgekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, knapp 16, ja, fast 20 Leute, die da rausgekommen sind. Und danach hat eine russische Drohne diesen M113 zerstört. Und man sieht, wie die ganzen ukrainischen Soldaten in die Häuser hier die Stellungen beziehen. Und später hat dann die russische Artillerie natürlich angegriffen, weil man auf den Drohnenaufnahmen gesehen hat, wo sich die ukrainischen Soldaten hier versteckt hatten und beziehungsweise Stellung bezogen hatten nach dem Angriff auf den M113. Also das zeigt einfach im Großen und Ganzen, dass der südliche Teil noch nicht unter der russischen Kontrolle ist und die Ukrainer aber noch hier vertreten sind. Hier wird es sich um eine misslungene Rotation gehandelt haben. Mehr war es jetzt nicht. Ansonsten wäre es auch aus Staromyrostund oder Zhaine. Richtung Gallipoli haben wir nichts erhalten. Und aus Rabotine kriegen wir immer mehr Angriffe der ukrainischen Streitkräfte, welche zeigen, dass die russischen Soldaten wirklich im Norden komplett vorgedrungen sind und ganz Rabotine gesichert haben. Die nächste Aufgabe der russischen Streitkräfte wird es sein, eine Frontbegradigung, sage ich mal, in Anführungszeichen, zu vollziehen. Und zu beachten ist dieses Waldstück, welches nördlich von Rabotine ist. Ich ziehe mal die eine Linie ein bisschen weiter weg. Wir sehen hier, ich habe das mal alles als Grauzone markiert, eine Waldlinie, welche nördlich von Rabotine einmal durchgezogen wird, was die Ukrainer natürlich optimal für ihre Soldaten einsetzen können, um eine Verteidigungslinie zu errichten, weil dort hat man einige Bäume, jetzt vielleicht nicht allzu viele nach den ganzen Artillerieeinschlägen, jedoch gibt es ein paar Bäume, unter denen man sich verstecken kann vor den Drohnen. Vielleicht kann man auch ein Artilleriegeschütz ein bisschen weiter in die Front bringen. Das kann ich aktuell nicht sagen, jedoch wäre die Möglichkeit da durch dieses Waldstück. Und jetzt werden die russischen Streitkräfte alles drumherum irgendwie sichern können, um aus Rabotine irgendeinen Mehrwert ziehen zu können. Weil aktuell, wir sehen, die ganzen Angriffe laufen rund um Rabotine herum von den russischen Streitkräften, was belegt, dass die ukrainischen Soldaten wirklich drumherum noch da sind. Zwar nicht mehr in Rabotine, aber östlich, südlich und westlich davon sind die noch vertreten. Deswegen wird das ganze Gebiet hier erstmal gesichert werden müssen, auch mit den Verteidigungsstellungen. Und die meisten Verteidigungsstellungen sind sogar von den Russen noch vom letzten Jahr. Das darf man auch nicht vergessen. Also so viel wurde da nicht neu gebuddelt, um irgendwelche Schützengräben auszuheben. Die waren alle schon da für die Ukraine, nachdem sie Rabotine zurück eingenommen haben. Ansonsten aus der Richtung Cherson. Ja, aus Cherson war es recht ruhig. Ein JDM-Angriff haben wir erhalten auf einige Stellungen der russischen Streitkräfte, was wir uns angucken können. Aber das war jetzt nichts Essentielles aus Cherson. Wahrscheinlich Munitionsdepots, vielleicht auch eine Kommandozentrale, welche dort zerstört wurde. Diesbezüglich haben wir keinerlei Informationen. Einige Elmo-Angriffe, einige FAPs, einige FPV-Drohnenaufnahmen, aber eher die Routinearbeit. Auch hier hört sich zynisch an, ist aber leider so. Dann gab es auch noch in der Nacht einen weiteren Angriff der ukrainischen Streitkräfte mit sehr vielen Drohnen und Attackums-Raketen, sowie den Hammer-Gleitbomben der Briten waren die, glaube ich, oder der Franzosen, habe ich jetzt leider vergessen. Aber bislang ist über die Schäden noch nichts bekannt. Hier soll wohl in der Nähe von Belbek was angegriffen worden sein. In Sevastopol und in der Region Krasnodar soll wohl auch eine Ölraffinerie angegriffen worden sein und zerstört worden. Und ein Boot der russischen Streitkräfte wurde auch zerstört. So ein Minesweeper heißt das auf Englisch, also so ein Boot, welches dafür da ist, um die Minen aufzuspüren und zu beseitigen, die Seeminen. Aber es gibt noch keine Satellitenbilder, das waren jetzt nur Behauptungen, nur Gerüchte, sage ich mal, weil die Information mit dem Schiff und mit den ganzen getroffenen Sachen, die hat angeblich ein SBU-Agent den Reuters-Journalisten gesteckt und die hatten das veröffentlicht und dann war ganz Telegram voll damit. Aber das ist jetzt für mich ja ein anonymer Geheimagent, hat da Reuters was gesagt aus den engsten Kreisen der Ukraine, das finde ich mal ein bisschen kritisch. Und in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass sowas oft auch als Fake dann rausgekommen ist. Und solange jetzt keine seriöse Quelle da ist, ja, kann man nichts machen. Müssen wir auf die Satellitenbilder warten, um das Ausmaß der Zerstörung irgendwie dort zu sehen. Dann gab es auch neue Mobilisierungsgesetze, welche halt eine direkte Mobilisierung ermöglichen. Wir hatten viele Videos gesehen, wie
Leute vielleicht nicht angeworben wurden, sondern entführt wurden. Das muss man einfach so sagen. Die wurden gepackt, haben eventuell sogar noch ein, zwei Nackenklatscher bekommen, wenn sie sich zu sehr gewehrt haben und wurden dann in den Transporter reingezogen. Und in der Nähe von Odessa gab es jetzt einige Protestanten, sage ich mal, die ganzen LKW-Fahrer haben sich aufgelehnt, weil die Möglichkeit besteht jetzt, dass ein LKW-Fahrer in seinem Job gerade ist. Er muss jetzt, sagen wir mal, was Richtung Polen fahren oder wo auch immer hin. In die Slowakei ist ja auch egal. Und der kann einfach an der Grenze dann mobilisiert werden. Der LKW bleibt dann stehen, da kann sich die Firma drum kümmern und er wird dann an die Front geschickt. Ja, erstmal zum Training und danach an die Front geschickt. Das ist jetzt möglich und deswegen hatten ganz viele LKW-Fahrer protestiert. Ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei Bilder diesbezüglich. Nein, haben wir nicht. Okay. Ansonsten, Polen hat jetzt das Budget erhöht und wird eine Verteidigungslinie bauen. Und zwar zur Grenze zu Belarus und zur Ukraine, natürlich auch Kaliningrad, um natürlich einen Angriff rechtzeitig abwehren zu können. Die scheinen da wohl Angst zu haben, dass aus der Richtung was kommen kann. Und in Europa überlegt man sich jetzt ein Abwehrschirm für die Ukraine zu machen, also dass die Patriot-Systeme, welche beispielsweise auf dem polnischen Gelände stehen, dann beispielsweise in Nähe Lviv hier die ganzen Gasspeicher beispielsweise hier sichern sollen und vor Angriffen schützen sollen. Aber ja, ob das jetzt was bringen wird mit einer Reichweite von 80 Kilometer, kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Ansonsten haben wir noch die Nachricht mit dem iranischen Präsidenten, jedoch fehlen dazu sehr viele Informationen. Die Sache ist so frisch, dass ich das noch nicht erwähnen möchte. Das ist auch eine so große Sache, die da möchte ich jetzt aber keine falschen Informationen verbreiten. Zum jetzigen Standpunkt ist man auf der Suche noch nach dem Hubschrauber. Weitere Informationen sind nicht bekannt. Wenn sich morgen was ändern wird, werde ich das kurz erwähnen in dem Video. Ansonsten, wer ist das von heute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen immer eine diplomatische Lösung. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen.